Guten Tag. Heute haben wir wieder ein außergewöhnlich spannendes, aber auch anspruchsvolles Thema im Programm. Am 14.05.2020 wird hier doziert zum Thema Energetik des Stoffwechsels, Lebenselixier ATP und Genexpression. Ich werde mich im Wesentlichen an das bereits vorgestellte Standardlehrbuch halten, weise aber ausdrücklich darauf hin, dass all das, was ich jetzt hier Ihnen vermitteln möchte, in anderen Büchern nachlesbar ist, vor allem in der Primärliteratur, das heißt also die Forschungsliteratur in englischer Sprache. Die meisten Beiträge sind letztlich Open Access, das heißt, sie kommen da rein. Ich habe viele hundert Quellen zitiert. Sie können natürlich auch diese Originalquellen alle lesen. Das würde mich sogar sehr freuen. Einfacher ist es aber, wenn Sie eben diesen Ausführungen folgen und jetzt eben auch protokollieren, worum es geht. Wir sind bei Kapitel 7 angelangt mit dem Titel Systembiologische Analyse der Energetik des Stoffwechsels. Wir hatten bereits zu Beginn gehört, dass die Pflanzenphysiologie, wie auch die Tierphysiologie, auch die Humanphysiologie, letztlich nur im Rahmen systembiologischer Untersuchungen heutzutage einen Sinn ergibt. Was heißt das nochmal zusammengefasst? Das bedeutet, wir betrachten den Organismus als Ganzes, den Phänotyp, die Erscheinungsform als Ganzes und reduzieren eben nicht Lebensvorgänge auf molekulare Prozesse. Um das nochmal kurz klar zu machen, da sind wir auch schon mitten im Thema. Mit der Entschlüsselung des Humangenoms, das ist auch schon wieder einige Jahre her, hat man angenommen, man würde den Mensch in all seinen Erscheinungsformen, vor allem auch bezüglich der Physiologie, der Funktion, verstehen, wenn man das Genom, niedergelegt in 23 Chromosomenpaaren, und 3 Milliarden Basenpaaren, das wissen Sie alles anders im Zusammenhang, wenn man dieses Genom genau kennt. Das hat sich aber herausgestellt, dass eine genaue Kenntnis des Erbguts, also des Genoms, keineswegs dazu führt, den Organismus als Ganzes zu verstehen. Das muss nochmal klargelegt werden. Also so etwas wie eine molekulare Physiologie der Pflanzen oder Tiere hat sich inzwischen überlebt. In der modernen Biologie, wie sie ich Ihnen hier vermittle, immer auch bezogen auf meine Tätigkeit in Stanford, California, ist systembiologisch ausgerichtet. Da sind wir bei den Urvätern. Wer hat denn diesen systembiologischen Ansatz letztlich begründet? Es war einmal der französische Physiologe Claude Bernard, er lebte von 1813 bis 1878, und der Urvater der Pflanzenphysiologie, Julius Sachs, den wir schon mehrfach vorgestellt haben. Beide Herren, es waren wirklich geniale, großartige Wissenschaftler, haben, ähnlich wie es auch Wilhelm Pfeffer gemacht hat, hier haben wir nochmal seine zwei Werke, den Glauben an eine Lebenskraft zurückgewiesen. Wenn Sie alle physiologischen Phänomene über Lebenskrafterscheinungen erklären wollen, dann können Sie die gesamte Biologie reduzieren auf einen Satz. Die Lebenskraft lässt die Pflanzen wachsen, die Menschen sich bewegen und letztlich ist die Lebenskraft der Urquell aller biologischer Phänomene. Es ist völlig klar, dass eine These, die in einem Satz alles erklärt, nichts erklärt. Ja? Wir müssen also die Lebenskraft-These zurückweisen. Ich werde gleich noch sagen, worum es geht. So, Seite 168, Abschnitt 7.1. Der Lebensprozess als Selbsterhalt eines offenen Systems. Da wird dargelegt, dass mit klassischen Versuchen, die auf Seite 170 reproduziert sind, ganz modern, wir haben hier einen Spargel, ne? Spargel, Schösslinge und Erbsen, diese Pflanzen erzeugen, wenn man sie unter definierten Bedingungen heranwachsen lässt, Wärme. Ne? Und diese sogenannte Atmungswärme ist ein Beleg dafür, dass hier biochemische Prozesse stattfinden. Also chemische Umsetzungen in den Zellen lebendiger Organismen gleich biochemische Umsetzungen.
Und das waren die ersten Anfänge um 1870, 1880. Man hat also erkannt, dass Lebensprozesse biochemischer Natur sind. Und es war Wilhelm Pfeffer. Ich möchte nochmal hier auf sein 1600 Seiten umfassendes Hauptwerk eingehen: Pflanzenphysiologie Band 1 und 2. In Band 1 Kraftwechsel, Band 2 Bewegungsvorgänge im Schwerpunkt. Dort sagt Wilhelm Pfeffer ganz klar: Lebensprozesse sind nur im Lichte physikalisch-chemischer Vorgänge und Zusammenhänge zu verstehen. Wilhelm Pfeffer hat also im Grunde eine molekularbiologische Sicht auf die Physiologie der Pflanzen eröffnet und viele Dinge ausgesprochen, die ich jetzt nachher in moderner Form, in Form von Merksätzen Ihnen vermitteln möchte. So, jetzt sind wir also bei dem Kernsatz: Lebensprozess als Selbsterhalt eines offenen Systems. Ganz wichtiger Satz: Leben und Tod, Hauptsätze der Thermodynamik, da lautet wie folgt: Wir sind thermodynamisch betrachtet offene Systeme, also wir, das heißt Menschen, Pflanzen. Das bedeutet, dass Lebewesen letztlich Energie und Stoffe aufnehmen und entsprechend auch wieder abgeben. Wir stehen also in einem Austausch mit der Umgebung. Wir sind nicht abgeschlossene Systeme, wie zum Beispiel das Weltall als Ganzes oder ein Glas mit Zucker und Wasser. Das wird abgeschlossenes System. Wir sind offene Systeme. Und weil wir offene Systeme sind, erhalten wir im Grunde unsere innere Ordnung. Das heißt, die Struktur der Gewebe, Zellen, Organellen bis hin zu den Stoffwechselwegen, die wir noch besprechen werden. Diese Prozesse halten wir aufrecht, indem wir letztendlich nach außen hin Unordnung kreieren. Das werden Sie wahrscheinlich schwer verstehen, aber ich möchte es nochmal erklären. Eine Maus zum Beispiel oder auch ein Mensch ernährt sich von Getreide. Wir essen Brot zum Beispiel. Die Maus würde Körner fressen, wir ernähren uns von Brot. In diesem Brot sind die Moleküle, vor allem Stärke, ja, polymerisiert, also es herrscht eine relative Ordnung. Wir geben aber beim Ausatmen das lebenserhaltende Agens Kohlendioxid, CO2, aus. Wir geben das ab, davon leben die Pflanzen, und schaffen quasi aus den geordneten Stärkemolekülen Chaos aus, indem wir die Menge an gasförmigem CO2 erhöhen und natürlich auch Wasserdampf. Das wird aber auf diesen Seiten hier genau erklärt. Ein weiter wichtiger Punkt: Leben ist eine Systemeigenschaft von Zellen. Das bedeutet also, Leben außerhalb von Zellen gibt es nicht. Die Zelle ist das Grundelement aller Lebensprozesse. Und jetzt sind wir wieder im Corona-Jahr 2020. Viruspartikel, wie zum Beispiel dieses SARS-CoV-2, die wir schon angesprochen haben, die auch hier in Deutschland Probleme verursachen, sind keine Lebewesen, sondern Zwischenstufen zum Leben. Viren gibt es, seit es Zellen gibt. Auch Bakterien werden von Viruspartikeln attackiert. Hätte ich Zeit, würde ich gerne eine ganze Stunde über Coronaviren und deren Biologie berichten. Das können wir aber leider hier nicht leisten. Ich komme auf Seite 172 zur freien Standardenergie. Und jetzt wird es abstrakt. Wilhelm Pfeffer hat in seinem großartigen Buch Band 1 klar gesagt, er war studierter Chemiker, hat sich später der Biologie zugewandt, dass Lebensprozesse auf physikalisch-chemischen Vorgängen basieren. Und diese Kernthese des Wilhelm Pfeffer hat sich bis heute exakt bewahrheitet. Leben ist letztlich Physik und Chemie plus Weitergabe eines genetischen Programms. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Die Sexualität, das heißt die Zweigeschlechtlichkeit, das heißt die Gametenkopulation, das heißt das Hinterlassen von Nachkommen, ist natürlich eine Eigenschaft aller komplex gebauter Lebewesen. Was wollen wir jetzt für die Klausur lernen? Ich habe hier natürlich auf diesen Seiten ganz, ganz viel Detailinformation. Das geht weit über das hinaus, was Sie letztlich in diesem Semester, in dem Sie sich befinden,
ich sage jetzt mal, verarbeiten müssen. Schauen Sie sich auf Seite 172 die einfache kalorimetrische Verbrennung von Glucose an. C6 H12O6 plus 6O2 gibt 6 CO2 und 6 H2O. Und da steht was ganz Komisches, nämlich Delta G0 gleich minus 2870 Kilojoule pro Mol. Alles völlig abstrakt. Das bedeutet, wenn man Glucose im Kalorimeter verbrennt und entsprechend auf Normalbedingungen hochrechnet, steht alles hier beschrieben, wird letztlich energiefrei. Bei Verbrennungsprozessen, und Atmung ist ein Verbrennungsprozess, das sind hexagonische Reaktionen, da wird Energie frei, da steht ein Minus vor dem Energieterm. Das müssen wir uns merken. Also bei der Verbrennung von Glucose im Kalorimeter oder in lebenden Zellen in unserem Körper wird Energie frei und diese Energie wird letztlich gespeichert in Form des Lebenselixiers Adenosintriphosphat. Ich komme jetzt zu einem ganz, ganz, ganz zentralen Vorgang. Und den möchte ich mit einer scherzhaften, auflockernden Bemerkung einleiten. Wilhelm Pfeffer, Julius Sachs, die Pioniere der Pflanzenphysiologie, vor allem der Systembiologie der Pflanzen und moderne Pflanzenphysiologie, haben natürlich das Adenosintriphosphat, das ATP, noch nicht gekannt. Das wurde erst Jahrzehnte nach deren Tod entdeckt. Das Adenosintriphosphat ist der universelle Energieüberträger aller Zellen, angefangen von Archaebakterien, Bakterien, Pilze, Pflanzen, Tiere, Menschen. Das Adenosintriphosphat oder ATP fungiert aber auch als Proteinstabilisator in der Zelle. Wir merken uns, Merkregel fürs Leben. Adenosintriphosphat ist das Lebenselixier überhaupt. Jeder aufrechte Biologe müsste eigentlich mit dem T-Shirt rumlaufen, da steht drauf ATP. Ja? Solange der ATP-Zyklus in unserem Körper läuft, sind wir lebendig. Kommt der ATP-Zyklus zum Stillstand, bedeutet das das Ableben, den Tod. Wir haben auf Seite 174 ausführlich dargelegt, wofür ATP in lebenden Zellen, Tiere wie Pflanzen, benötigt wird. Und das ist erstens bei der Oxidation organischer Substanzen, wenn wir bei der Zellatmung noch sehen, wird ATP benutzt, um chemische Arbeit zu verrichten. Das bedeutet, Biosynthesen voranzutreiben. Um osmotische Arbeit durchzuführen, das bedeutet letztendlich Transportprozesse über Membranen. Und über mechanische Vorgänge, mechanische Arbeit wird ebenfalls das ATP letztlich deutlich sichtbar. Menschen haben Muskulatur, Tiere haben Muskeln. Bei uns kann man das ganz klar sehen. Ich bewege mich ja dauernd. ATP wird verbraucht. Wenn Sie fragen, wo sind die Muskeln der Pflanzen? Natürlich haben Pflanzen Muskeln. Die Muskeln sind intrazellulär. Ein Aktin-Myosin-System, evolutionär betrachtet homolog zur Muskulatur der Menschen und Tiere, existiert in den großen Zellen der Pflanzen. Pflanzen haben größere Zellen als Tiere, das wissen wir aus der Schule. Und diese intrazellulären Muskeln sorgen letztlich für den Stofftransport, für die Protoplasmarotation, das werden wir noch sehen. Also ATP wird für chemische Arbeit, osmotische Arbeit, mechanische Arbeit in allen Zellen vom Bakterium über den Mensch bis zur Pflanze benutzt. Wichtige Merkregel. Zweitens. Wo wird dieses Adenosintriphosphat gleich ATP synthetisiert? Es gibt erstens die Substratphosphorylierung im Zytoplasma, den Mitochondrien. Zweitens die oxidative Phosphorylierung in den Mitochondrien. Das werden wir besprechen bei der Zellatmung. Das ist der allerwichtigste Prozess überhaupt. Im Energiestoffwechsel, OxPhos, oxidative Phosphorylierung. Da wird gekoppelt an ATP-Synthasen, Adenosintriphosphat gebildet. Und drittens gibt es bei Pflanzen in Chloroplasten, nicht bei Mensch, nur bei Pflanzen. Ich habe keine Chloroplasten, ich bin nicht grün, auch wenn sie mal in eine Schlägerei verwickelt werden, haben einen blauen Fleck, grünen Fleck, haben sie immer noch kein Chlorophyll, klar. Wir sind heterotrophe Organismen. Ja? Grüne Hautfarbe heißt nicht, dass sie Photosynthese betreiben können. In den grünen Blättern und dort in den Chloroplasten, dort wird Adenosintriphosphat im Rahmen der Photophosphorylierung synthetisiert. Wir merken uns also den dreifachen
Verbrauch von Adenosintriphosphat, chemische, osmotische, mechanische Arbeit und die dreifache Biosyntheseleistung, ich sage ich mal, von pflanzlichen Zellen, Substratphosphorylierung, oxidative Phosphorylierung, Photophosphorylierung, wobei es die Photophosphorylierung, die ATP-Biosynthese im Licht, nur in den Chloroplasten der Pflanzen gibt. Ich möchte Sie in diesem Online, in dieser Online-Präsentation nicht mit zu vielen Formeln und Gleichungen plagen. Bitte schreiben Sie sich die Schlüsselsätze auf. Wir werden es mehr auf qualitativem Niveau in dem Jahr machen. Ich habe aber einen Merksatz, der steht auf Seite 176 unten. Und den habe ich mir lange überlegen müssen und den lese ich jetzt vor, ein kurzer Satz. Bitte als Merkregel fürs Leben als klar denkender Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerin. Also, die Bedeutung des ATPs, Adenosintriphosphat, für die Aufrechterhaltung aller Lebensprozesse kann in dem folgenden Gleichnis zusammengefasst werden. Ich lese es jetzt vor. Der Mensch kann einige Wochen ohne Nahrung überleben, notfalls einige Tage ohne Wasser ausharren, aber keine Sekunde lang ohne das Lebenselixier Adenosintriphosphat. Es handelt sich beim ATP um die Energiewährung bzw. den Proteinstabilisator aller Zellen, die jemals in der Evolution der Organismen entstanden sind. Unsere Coronaviren sind keine durch Stoffwechsel gekennzeichnete Zellen. Es sind RNA-Proteinpartikel, die sich in lebenden Zellen austoben, vermehren. Den Vermehrungszyklus kennt man sehr genau. Viren haben keinen ATP-abhängigen Stoffwechsel, sie produzieren auch kein ATP, sind daher per Definition auch keine Lebewesen. Es sind sich selbst replizierende virale Partikel, die auf Kosten anderer Zellen, auch Bakterien, vor allem aber Eukaryoten, Tiere, Pflanzen, leben. Auch Pflanzen leiden unter Virusbefall. Man hat Viren bei Pflanzen entdeckt, man hat das allermeiste bei Pflanzen entdeckt. So, das wäre ein anderes Thema. Ich komme jetzt auf Seite 177 zum Punkt Enzyme, Definition und Wirkungsweise. Sie wissen alle aus der Schule bzw. aus anderen Vorlesungen, dass Enzyme die Biokatalysatoren der Zellen sind. Merkregel, ne? In einer typischen Eukaryote, also einer mit Membran und Zellkern ausgestatteten Zelle von Tieren, Pflanzen, Menschen, aber auch Amöben, Eukaryote, Protozyte, haben wir schon gesehen, kommen bis zu 1000 Enzyme vor, bedingt durch die Kompartimentierung der Eukaryote, haben wir auch schon gelesen, vorgelesen und hier dargelegt, kommt es zu einer ersten Gruppenregulation des Stoffwechsels. Es war der großartige, geniale Biochemiker Otto Heinrich Warburg, erlebt von 1883 bis 1970, dargestellt auf Seite 179 mit Porträt. Dieser Professor Warburg hat im Grunde fast alles, was wir jetzt gleich in groben Zügen kennenlernen werden, nämlich zum Stoffwechsel der Zellen, Tiere und Pflanzen gleicherweise, erforscht. Es ist unglaublich. Otto Warburg hat in den 30er Jahren als Professor in Berlin, später Max-Planck-Direktor, mit einfachsten Methoden, ein paar, wenn Sie gucken, der hatte wie ein Schülerlabor, ein paar Gläser, kaum was, ne? Hat er die Geheimnisse des Stoffwechsels ergründet und das frustrierend für Sie alle wird es gleich sein, dass eine der wichtigsten Entdeckungen von Otto Warburg, nämlich das Co-Substrat Nicotinamid Adenin Dinukleotid bzw. phosphorylierte Form, ich komme gleich darauf zu sprechen, das hat er in der Hexenküche mit einfachsten Methoden isoliert. Wir müssen aber, bevor wir auf diesen spannenden Punkt zu sprechen kommen, zunächst kurz einfach nur darlegen, ganz kurz und bündig,
dass man heute die Enzyme in sechs Unterklassen einteilt. Das sind die Oxidoreduktasen, die Transferasen, die Hydrolasen, die Lyasen, die Isomerasen, die Ligasen. Es sind über 2000 Enzyme bekannt. Die Enzymologie ist ein Riesenteilgebiet der Biochemie. Ich möchte im Rahmen dieser Einführung nur diese Klassen hier aufzählen und darauf hinweisen, dass alle Lebensvorgänge, Stoffwechselprozesse, letztlich durch diese Biokatalysatoren ermöglicht werden. Enzyme erniedrigen die Aktivierungsenergie in unseren Zellen. Sie ermöglichen bei Zimmertemperatur biochemische Umsetzungen. Ohne Enzyme und ATP kein Leben. Wichtiger für die Physiologie der Pflanzen ist aber der Punkt Kosubstrate. Sogenannte Kosubstrate oder Kofaktoren, früher mal genannt, sind letztendlich Biomoleküle, kleine Biomoleküle, wenn man die Molekularmassen anguckt, die unabdingbar notwendig sind, damit enzymatische Umsetzungen überhaupt stattfinden können. Das sind also Kosubstrate, die im Gegensatz zum Enzym, das ja nicht verbraucht wird bei der Umsetzung, regeneriert werden müssen. Und das wichtigste Kosubstrat, das wasserstoffübertragende Kosubstrat, lautet eben Nicotinamid Adenin-Dinukleotid, NAD+, beziehungsweise Nicotinamid Adenin-Dinukleotid Phosphat, NADP+. Stellen Sie sich vor, der geniale Professor Otto Warburg hat in den 1930er Jahren, 1934 war es genau, aus 100 Liter Pferdeblut, letztlich waren es die gewaschenen Erythrozyten, also Blutkörperchen, hat er 1 Milligramm NAD+ als Salz isoliert. Warum hat Professor Otto Warburg Pferdeblut verwendet? Das ist ganz einfach. Der Herr Professor, früher war das noch was, ne? Der pflegte ein Pferd zu halten, ein Pferd. Und der Herr Professor Warburg pflegte morgens, bevor seinen 10-Stunden-Tag im Institut angetreten ist, da hat bis zu seinem Tod gearbeitet, wie es gehört von richtigen Wissenschaftler. Er hat also morgens ist er mit dem Pferd ausgeritten und da hat er natürlich Zugang zum Schlachthof und so weiter und da konnte er immer die 100 Liter Pferdeblut rangekommen. Also aus 100 Liter Pferdeblut wurde 1 Milligramm dieses Nicotinamid Adenin-Dinukleotid isoliert. Und das war letztlich, ich sage jetzt mal, einer der wichtigsten Entdeckungen in der Ergründung der Physiologie und Biochemie der Pflanzen und Tiere. Das Problem ist jetzt, wir haben auf Seite 185 eine Redoxgleichung. Ich habe die letzten 10 Jahre diese Redoxgleichung an die Tafel geschrieben. Ich habe erklärt, wie es funktioniert, wie letztlich das NAD+, beziehungsweise NADP+, also das oxidierte Kosubstrat, Nicotinamid Adenin-Dinukleotid, wie das letztendlich über die Übertragung eines Hydridions, also ein H+ und 2E-, ein H-Teilchen, agiert. Es war in der Regel so, dass von 100 Studenten, männlich wie weiblich, wenn ich das erklärt habe, an der Tafel geschrieben habe, zwei, manchmal drei verstanden haben, wie diese Redoxgleichung funktioniert. Ich kann also nur an Sie appellieren. Also haben meine Anschreibereien, meine ganzen Witze, meine ganzen Erklärungen wenig gebracht. Ich kann nur an Sie appellieren. Auf Seite 185 habe ich dieses Prinzip, Kapitel 7, 8, genau erklärt mit Gleichung. Schauen Sie sich das an. Bedenken Sie, Professor Otto Warburg hat das, was Sie wahrscheinlich nur mit Problemen verstehen werden, in den 30er Jahren erforscht in der Hexenküche. Na? Eine ganz wichtige Sache ist nämlich die folgende: Wir sollten in den Naturwissenschaften immer auch bedenken, dass die meisten oder viele Entdeckungen doch noch von einzelnen Personen vollbracht worden sind, zumindest grundlegende Entdeckungen.
Und wir sollten durchaus die Genialität dieser großartigen Forscher, es waren auch Frauen dabei, Maria Sibylla Merian haben wir stellvertretend genannt, da haben wir auch ein Video dazu, Woman in Science heißt das Video, das sollten wir würdigen, um einfach klarzumachen, dass es eigentlich die größten kulturellen Errungenschaften der Menschheit darstellen, was wir hier darlegen. Also die Entdeckung des Nicotinamid Adenin-Dinukleotids, genau wie die Entdeckung des Adenosintriphosphats, ATP, und so weiter, was noch kommen wird. Das sind Sternstunden der zivilisierten Menschheit. Ohne diese Entdeckungen würden wir nicht gesund und munter hier uns mit der Physiologie der Pflanzen beschäftigen. Da würden wir unter mittelalterlichen Bedingungen arbeiten und wir würden im Schnitt mit 38 Jahren sterben. Das ist die durchschnittliche Lebenszeit eines Menschen im Urzustand, nur mal ganz nebenbei bemerkt. So, ich komme jetzt zum Punkt Enzyme, Genexpression, Systembiologie. Okay, wir wollen jetzt noch ein paar Minuten uns damit beschäftigen. Wie wird die Enzymaktivität in lebenden Zellen reguliert? Ganz, ganz wichtiges, fundamentales Problem. Stellen Sie sich vor, lebende Zelle, Körperzelle von uns, Hautzelle, es kann eine Leberzelle sein, da haben wir über 1000 Enzyme. Warum herrscht Ordnung und kein Chaos? Das kommt erstens durch die Kompartimentierung, haben wir schon gesehen, also Untergliederung der Zelle. Und dann eben gibt es die Grob- und Feinkontrolle des Stoffwechsels. Das sind komplexe Prozesse, die können Sie sich auf Seite 190 angucken. Das ist aber zu abgehoben, um es jetzt im Detail im Rahmen dieser Einführung darzulegen. Ich komme abschließend, letzten paar Minuten, zum Erbgut, Informationsübertragung durch Nukleinsäuren und Epigenetik. Sie wissen alle, dass das Alphabet des Lebens in den 50er Jahren, Watson und Crick, entschlüsselt werden konnte. Sie wissen alle, dass die Desoxyribonukleinsäure, DNA, Träger der Erbinformation ist. Sie wissen alle, dass bei eukaryotischen Zellen, also Zellen mit Kern, die Erbinformation im Kern lokalisiert ist, plus eben in den Mitochondrien, plus in den Chloroplasten. Also wir haben ein nukleares Genom, wir haben ein mitochondriales Genom und ein chloroplastidäres Genom. Die Dinge sind Gegenstand der Vererbungslehre, gleich Genetik bzw. Biochemie, manchmal auch als Molekularbiologie bezeichnet. Darüber könnte man auch lang reden, welche Begriffe sinnvoll sind. Worauf es mir ankommt, ist das Folgende, dass letztlich über die Proteinbiosynthese die Zellen ihre Strukturelemente aufbauen, dass letztendlich über die Proteinbiosynthese eine übergeordnete grobe Regulation des Stoffwechsels stattfindet. Wenn ein Keimling ans Licht kommt, wird zum Beispiel eine ganze Batterie von Genen angestellt und dann wird der Stoffwechsel hochgefahren. Wir werden das alles noch im Detail kennenlernen. Wir sind auf Seite 199 im Kapitel 7 Systembiologische Studien zur Genexpression angelangt. Und ich möchte Ihnen einfach nur Begriffe nennen, die Sie gehört haben müssen. Ich werde mir die sogar aufschreiben, weil sie in der modernen Biologie ganz wichtig sind. Nämlich Transkriptom, Proteom, Metabolom und Fluxom. Das klingt alles nach Mickey Maus Geschichte, klingt alles irgendwie komisch. Es sind aber die entscheidenden Dinge in der modernen systembiologisch ausgerichteten Physiologie der Organismen, die wir hier auf aktuellem Niveau, internationalem Niveau darlegen. Als ich Doktorand an der Universität Freiburg, Lehrstuhl Pflanzenphysiologie war, also ich habe zunächst in der Zoologie, Evolutionsbiologie, mein Diplom erworben, später in Pflanzenphysiologie mich weiterqualifiziert, haben wir noch Inhibitorexperimente durchgeführt. Das heißt, wir können Stoffwechselprozesse blockieren, ganz spezifisch, und dann schauen, hängt der Wachstumsvorgang zum Beispiel oder die Ergrünung von der Transkription, Translation ab. Das waren klassische Versuche, die früher mal relevant waren, heute immer noch eine Rolle spielen, aber eine untergeordnete.
Später wurden dann Proteinmuster und Enzymaktivitäten untersucht. Das habe ich hier an der Universität Kassel, haben wir hier noch gemacht. Wir haben noch vor 10 Jahren enzymologische Untersuchungen durchgeführt. Das Problem bei diesen Studien besteht darin, das ist ganz wichtige Merkregel. Wenn man Enzyme extrahiert, ne, machen Sie im biochemischen Praktikum. Bei uns haben wir es auch früher mal gemacht, das haben wir inzwischen aber ausgegliedert. Und jetzt diese Enzyme, diese Biokatalysatoren im Reagenzglas untersuchen, unter optimalen In-vitro-Bedingungen, Reagenzglasbedingungen, da bekommen Sie Umsetzungsraten, ja, Geschwindigkeiten, mit denen die Enzyme bestimmte Substrate umsetzen, die nicht dem entsprechen, was in der intakten Zelle stattfindet. Das ist klar. Diese ganzen enzymologischen Studien sind extrem wertvoll, aber sie liefern kein realistisches Bild von den Zuständen in der intakten Zelle. Und da sind wir beim allergrößten Problem der Biologie überhaupt. Ich sage jetzt mal bei einem der allergrößten Probleme. Es gibt noch ein paar andere. Das lautet: Wie funktioniert der Zellstoffwechsel? Von Wilhelm Pfeffer schon wunderbar beschrieben in seinen großartigen Werken. Er ging letztlich über Julius Sachs hinaus. Das war dann schon mal wieder 20 Jahre später, was er gemacht hat. Das hat er alles schon vorab beschrieben, aber eben noch nicht quantifizieren können. Wie wird also in den intakten Zellen der Metabolismus, der Stoffumsatz und Energieumsatz, reguliert? Methoden der 70er, 80er Jahre waren mal Translation von Messenger-RNA im Reagenzglas. Ganz wichtige Studien. Es kamen dann weitere Untersuchungen dazu, sodass wir heute sagen können, ich möchte das kurz und bündig zusammenfassen, dass die systembiologische Analyse pflanzlicher Lebensvorgänge, ne, physiologischer Prozesse, gleich Lebensvorgänge, dass die letztlich auf dem Niveau des Transkriptoms untersucht werden. Das heißt, man untersucht, welche Messenger-RNA-Moleküle sind in der Zelle aktiv, letztlich über Transkriptomanalysen. Transkriptomanalysen, eine Ebene. Die Basis dafür ist natürlich die Genomanalyse. Ist logisch. Wir müssen erst das Genom, das heißt die Basenpaarabfolge, nee, die Nukleotidabfolge auf der DNA kennen, um dann das Transkriptom zu untersuchen. Also Genomuntersuchungen, Transkriptomuntersuchungen. Drittens Proteomuntersuchungen. Also welche Proteine sind in der Zelle letztlich aktiv. Ne? Viertens, Metabolomuntersuchungen, letztlich welche Metabolite, Stoffwechselzwischenprodukte werden hier umgesetzt. Und fünftens, was ganz Neues, die Fluxomanalytik, da geht es letztlich darum, die Dynamik von Stoffwechselnetzwerken zu erfassen. Klar, was ich damit sagen will, Genomics, Transkriptomics, Proteomics, Metabolomics, Fluxomics. Diese fünf Begriffe, die klingen wie Asterix und Obelix. Ich weiß es doch. Das sind aber international gültige Begriffe. Mit diesem Methodenarsenal versucht man heute, die Dynamik des Stoffwechsels ATP-abhängig vom Genom letztlich grob gesteuert zu verstehen. Und das ist genau der systembiologische Ansatz in der Pflanzenphysiologie. Ich selbst konnte das alles nur in diesem Kapitel zusammentragen, weil ich seit 2007 in Stanford, Kalifornien tätig bin, habe immer noch laufende Projekte und da sind noch Ergebnisse dargestellt aus meiner Tätigkeit. Hätte ich nicht selber viel Erfahrung und auch Publikationen zur Proteomanalytik, wäre ich nicht in der Lage, das Ihnen anschaulich darzustellen, wie es ja auch in dem Buch hier vermittelt wird. Letzter Punkt. Wir haben bisher noch gar nicht erwähnt, dass die Modellpflanze Arabidopsis thaliana, Ackerschmalwand, heute eine große Rolle spielt in der systembiologisch orientierten Pflanzenphysiologie. Auf Seite 207 bis 211 ist kurz und bündig zusammengefasst, warum
dieses kleine, unscheinbare Ackerunkraut. Übrigens von einem berühmten Biologen namens Augustin Pyramus de Candolle, der im ersten Kapitel ausführlich gewürdigt worden ist, beschrieben. Augustin Pyramus de Candolle war ein ganz bedeutender Biologe, der den Satz geprägt hat, in der Natur herrscht ein stetiger Wettstreit. Das hat Charles Darwin wieder motiviert. Und dieser Augustin Pyramus de Candolle, im ersten Kapitel ausführlich gewürdigt, hat diese Ackerschmalwand systematisch bearbeitet und den Namen geprägt vor 200 Jahren. Es handelt sich um eine winzige Blütenpflanze, zwittrige Pflanze, die über Selbstbefruchtung sich vermehrt. Warum? Da komme ich noch darauf zu sprechen. Und diese Modellpflanze wurde im Jahr 2000 bezüglich ihres Genoms untersucht. Ich habe auf Seite 208 ausführlich das Genom besprochen. Gucken Sie es bitte an. Und dann können Sie eben kurz zusammengefasst erfahren, warum es Sinn ergibt, sich auf eine Modellpflanze, nämlich Arabidopsis thaliana, zu konzentrieren. Die pflanzenbiologische Forschung hat also einen Modellorganismus, ähnlich wie die klassische Genetik mal früher mit Drosophila gearbeitet hat, ähnlich wie in der Zoologie, in der ich tätig bin, Igel der Gattung Heloptella, das sind kleine Tierchen, die ich in Kalifornien untersuche, als Modellorganismus gewählt hat und so weiter. Das heißt also, Modellorganismen ergeben natürlich einen Sinn, wenn man sich konzentriert auf einen, auf einen Pflanzentyp. Ich muss aber abschließend in dem Kapitel, in der Vorlesung, eine Warnung aussprechen. Arabidopsis thaliana, Ackerschmalwand, klassisches Modellsystem, hat uns natürlich unendlich Einblicke erbracht in die Funktion der Pflanzen. Aber es gibt viele Dinge, die nicht mit diesem Mini-Organismus erforscht werden kann. Deshalb geht man im Moment zurück zu anderen Modellpflanzen, das sind Nutzpflanzen. Vor allem Mais, eine C4-Pflanze, die wir noch besprechen, aber auch Sonnenblume, darunter aber dann auch zum Beispiel Reis, also Weltwirtschaftspflanzen, werden vermehrt wieder in pflanzenbiologische, systembiologische Analysen einbezogen. Die Ära 2000, im Jahr 2000 hat sie praktisch ihre Blütezeit eingeleitet. Der Arabidopsis-Forschung geht Schritt für Schritt zu Ende. Nutzpflanzen wie vor allem eben Mais, Reis, aber auch Sonnenblume, aber auch Weizen. Zum Teil Organismen, die Wilhelm Pfeffer und Julius Sachs schon erforscht haben, werden immer mehr in den Vordergrund gedrängt, weil nur mit systembiologischen, pflanzenphysiologischen Forschungen die wachsende Menschheit ernährt werden kann. Ohne Pflanzenphysiologie keine Sicherung der Ernährungsgrundlage. Und was Hungersnöte bedeuten, das zeigt uns die Geschichte der Menschheit. Damit habe ich meine Darlegungen zur Energetik des Stoffwechsels jetzt abgeschlossen. Bitte tun Sie sich die Highlights aufschreiben, nachlesen. Wenn Sie das befolgen, wird alles für Sie in der Klausur gut gehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.